Nach dem Lichtblick mit dem Sieg über Lausanne sind nach der 1:4 Niederlage gegen IB wieder die dicken Gewitterwolken über dem FC Zürich zurückgekommen. Was ist nun mal los mit unserem FCZ, ist die Frage, die man in den letzten Wochen so oft gehört hat. Ja, und wer immer wieder ins Rampenlicht kommt bei so Situationen, bei so schweren Situationen, ist der Trainer. Und den lassen wir jetzt zurückkommen. Wenn man das Training der Mannschaft zuschaut und vor allem beobachtet, dann hat man das Gefühl, die Mannschaft ist willig, hat extrem viel Feuer, aber man hat dann das Gefühl, im Match können sie es nicht umsetzen. Täuscht der Eindruck? Das ist eine gute Feststellung. Nein, es ist so, wir trainieren gut, sie haben eine gute Einstellung, wir wollen auch, wir haben einen guten Willen, wir haben auch eine gute Vorbereitung gehabt, wir haben vielleicht das Pech gehabt, ja, für sich, dass wir zu viele gute Resultate gemacht haben. Wir haben ein paar Mal 4-0 gewonnen, wo wir vielleicht defensiv nicht ganz so solid waren, aber am Schluss haben wir kein Goal bekommen und das Resultat hat gestimmt. Und das sind wir vielleicht ein kleiner trügerische Sicherheit. Aber jetzt, wenn die Gegner natürlich stärker werden, dann sieht man halt schon, was langt und was nicht langt, wo haben wir Defizite, wo sind wir stark. Und da ist sicher nicht alles gut, das muss man sagen. Wir haben auch ein bisschen Leute gehabt mit Verletzungsproblemen. Wenn nicht die Routine gehabt, den Vize-Captain sind immer ein bisschen angeschlagen gewesen. Mathieu Beda war monatelang verletzt gewesen, April, Mai, Juni, hat die Vorbereitung nicht gemacht. Fehlen damit einfach etwa 10-20%, um richtig gut zu sein. Der FCZ hat ein ganz anderes Gesicht als vor ein paar Monaten. Ganz anders. Und es ist eine Art wie eine Epoche vorbei mit all denen, sagen wir jetzt mal, Alfons, Margaret etc., die wichtig sind für den Verein. Die Mannschaft sieht heute ganz anders aus. Wir haben sehr viele junge Spieler dabei. Und jetzt ist es eben ein bisschen so, dass man eine richtige Hierarchie muss finden muss. Also, sagen wir jetzt mal, gerade auch die Routinier müssen so Zweig werden, dass die Mannschaft Vorbild sein können. Wir haben auch ein paar Millionen, die wir kürzen dieses Jahr. Also nach einer Saison, wo man achter geworden ist. Ohne Druck in der Rückrunde. Wer weiß, was gewesen wäre, wenn man Druck gehabt hätte, wenn die zwei Mannschaften nicht relegiert gewesen wären. Also man ist achter geworden und hat jetzt ein bisschen zurückbuchstabieren. Das ist auf dem Papier nicht so einfach, zum gerade top sein. Ich bin überzeugt, dass wir Möglichkeiten haben, uns gut zu entwickeln. Dass aber die ein oder andere Baustelle wirklich noch da ist, wo man zuerst muss, sage jetzt, aufräumen, bis man dann wieder erfolgreich sein darf. Was macht der Trainer in so einem Moment? Also was werden deine ersten Schritte sein vor allem? Ich glaube, es ist wichtig, dass man sehr transparent ist im Verein, zusammen mit den Verantwortlichen. Das ist ganz klar, dass auch ein Fan wird natürlich nach so einem Jahr jetzt wieder Erfolg sehen und ist traurig oder enttäuscht, wenn es nicht geht. Aber man muss auch die Realität nicht verkennen, dass es einen neuen FCZ wird geben in den nächsten Jahren. Dass die Epoche jetzt vorbei ist und etwas aufbauen, so mit neuen Gesichtern. Ich meine, die besten 5-6 Chore, die sind gar nicht mehr da seit ein paar Monaten. Die kann man nicht einfach ersetzen und geht alles gut. Man muss ein bisschen etwas hineinwachsen. Und wichtig ist, dass man transparent ist, dass man das kann nachvollziehen, was man auch feststellt, wo man ja eigentlich miteinander feststellt, dass das braucht. Und so gesehen ist es wichtig, dass man halt auch weiss, es braucht ein bisschen Zeit, wenn etwas Neues auf die Beine gestellt wird. Und ich habe ganz klare Vorstellung, ich weiss genau, wie die Mannschaft muss aussehen und vor allem von den Charakteren und von der Hierarchie ganz klare Vorstellungen. Ich weiss, dass das nicht von heute auf morgen geht, aber wir werden sukzessive sicher auch mal Nägel mit Köpfen machen in der nächsten Zeit und nachher können wir schon auf den richtigen Weg. Der einzige Lichtblick aus dem FCZ, kann man sagen, ist der Auftritt von Mario Gavranovic im Länderspiel gegen Kroatien. Das wird ihm hoffentlich Mumm geben und vor allem viel Motivation, aber auch dem Rest der Mannschaft für das Spiel am Sonntag in Genf, wo ja nicht ganz unbedeutend wird sein. Das ist so. Wir haben uns natürlich gefreut für ihn. Er zeigt auch, dass er Goal schiessen kann, dass er torgefährlich ist. Hat er bei uns auch vor allem in der Vorbereitung bewiesen. Und jetzt geht ihm das sicher auch Mumm. Und jetzt ist wichtig, dass er im Prinzip das Gleiche bei uns macht in den nächsten Spielen. Also gut spielt, torgefährlich ist, Goal kann schiessen und dann haben wir alle Freude beim FCZ. Serbien hat auch Probleme gehabt, sind jetzt aber wieder ein bisschen besser geworden, haben daheim gegen IB auch ein Unentschieden gemacht und von dort her braucht es wieder ein gutes Spiel. Wir haben gesperrte Spieler, gerade ein Burim Kukli für die defensive Stabilität ein wichtiger Mann. Aber ich glaube, wichtig ist, dass man einfach jetzt irgendeine Mischung findet aus dem Spiel von IB und vor allem Lausanne, wo wir ja gleich gezeigt haben, dass man Fußball spielen kann. Wir haben uns in IB fast selber ein bisschen geschlagen, weil wir viel zu viel kombiniert haben, ohne Durchschlagskraft nach vorne. Das ist aber gegen Lausanne anders gewesen und es wird wichtig sein, dass wir vor allem vom Kopf her auch besser spielen. Gut verteidigen, den Gegner ein bisschen machen lassen, auch schnell kontern, schnell umschalten und nicht wie in Bern das ganze Spiel gestalten, aber nachher den Ball verlieren und in Konter laufen. Also das werden wir gescheiter machen, da bin ich überzeugt und alles dran setzen, um auch ein positives Resultat natürlich dann zu machen.